Ja, auch von mir schönen guten Tag. Bitte sehen Sie mir nach, dass ich meine Stimme in den letzten Tagen des Wahlkampfs verloren habe. Wir sind als Landesverband in Bremen natürlich unwahrscheinlich glücklich. Wir haben einen tollen Wahlkampf hingelegt und vor allen Dingen haben wir in diesem Wahlkampf gemerkt, wie viel Vertrauen wir uns in den letzten 4 Jahren in Bremen erarbeitet haben. Das war schon auch persönlich sehr, sehr beeindruckend. Und es hat sich letztendlich für uns auch einfach ausgezahlt, weil wir haben 4 Jahre lang eine konstruktive, pragmatische, aber auch konsequente linke Oppositionspolitik in Bremen geleistet. Wir hatten immer den Fokus auf der Spaltung dieses Stadtstaates, der sehr, sehr reiche und wohlhabende Ortsteile hat und Ortsteile, in denen die Armut sich seit den 70er, 80er Jahren verfestigt hat, in denen Menschen leben, die in dritter Generation keinen Menschen haben, der in normaler Erwerbstätigkeit ist und die von Politik, auch egal von welchen Regierungen, ob das nun schwarz-rot war oder rot-grün, in den vergangenen 20 Jahren auch vernachlässigt worden sind, auch teilweise sehr gezielt vernachlässigt worden sind. Da haben wir ganz klar immer gesagt, wenn man aus der Armut rauskommen will. Bremen ist das Land mit der höchsten Kinderarmut, mit der höchsten Armutsquote, nicht nur das verschuldetste Land, sondern auch tatsächlich das Land mit der höchsten Armutsquote. Dann muss man natürlich genau diese benachteiligten Quartiere gezielt stärken. Und genau das hat der Senat nicht gemacht. Wir haben unwahrscheinlich viele Bündnisse in den letzten Jahren erlebt. Ich habe schon manchmal zynisch gesagt, das waren auch die Bündnisse der warmen Worte. Alle hatten immer das Wort soziale Spaltung überwinden im Mund, aber gehandelt worden ist nicht. Und von daher haben wir ganz klar gesagt, es gibt ein paar Sachen, die sind einfach Landesaufgabe. Das ist zum Beispiel, junge Menschen einen vernünftigen Schulabschluss zu garantieren, sie in Ausbildung zu bringen, ihnen überhaupt Wege aus der Armut möglich zu machen. Das ist genau das, wo es in Bremen hapert, weil wir haben ja noch einen traurigen Minusrekord. Wir sind mit Abstand das Bundesland, wo der Bildungserfolg am stärksten vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Und das hat sich auch nie geändert. Und die Art und Weise, wie wir politisch gearbeitet haben, war einfach so, dass Menschen, Organisationen, Vereine, die ein Problem hatten, die von der Politik des Bremer Senats negativ betroffen sind, immer mit uns im Gespräch waren und wir ihre Probleme und auch teilweise ganz konkrete Probleme auch in die Bürgerschaft, also das heißt ins Parlament getragen haben und immer in Zusammenarbeit mit den Menschen standen und die ganzen letzten 4 Jahre durchgängig. Und genau das ist das, was, glaube ich, dazu geführt hat, dass das auch sich in den Wahlen niedergeschlagen hat, dass es nämlich honoriert worden ist. Wir müssen jetzt mal gucken. Das Ergebnis ist insbesondere für die SPD eine schallende Ohrfeige. Bremen ist ja sowas wie das Bayern der Bundesrepublik nur auf SPD-Seite und das ist für sie ein historisch schlechtes Ergebnis. Der Senat dachte, er kann weiter so machen. Er hat sich sehr früh nicht nur auf die Koalition festgelegt vor einem Jahr, was mit Sicherheit auch ein Grund ist, weshalb die Wahlbeteiligung gesunken ist, sondern er hat auch ganz klar gesagt, er will diese Politik, dieses Dogma der schwarzen Null und dieser Übererfüllung der Sanierungsvereinbarung mit Berlin nicht aufgeben. Wir haben das immer als schweren politischen Fehler bezeichnet, weil wir hatten in den letzten 4 Jahren noch finanzielle Spielräume durch Steuermehreinnahmen und durch die gesunkenen Zinsen. Die hätte man zumindest unserer Meinung nach investieren müssen. Stichwort Wohnungsbau, sozialer Wohnungsbau, die Mieten explodieren auch in Bremen. Da sind wir machen wir keinen Unterschied zu anderen Metropolen. Und im Endeffekt haben die Menschen in Bremen auch nicht mehr verstanden, warum sie eigentlich so sinnvolle und auch durchführbare Vorschläge, die wir gemacht haben, nicht umgesetzt haben. Und ich bin sehr gespannt, wie sich der nächste Senat aufstellt, weil ich glaube, weiter so kann die SPD nicht machen und können die Grünen nicht machen. Und wir werden sehen, was dann dabei rauskommt und wir werden weiter sehr darauf drängen, dass man tatsächlich nicht nur über Armut, über Bildung, über Chancengerechtigkeit redet, sondern da auch tatsächlich Taten folgen.
Und insofern gehen wir auch gestärkt in die nächste Legislatur. Und ich glaube, mit den Prozenten und mit den Abgeordneten, die wir mehr haben, werden wir auch noch mehr erreichen können und die Weichen auch noch mal anders stellen können. Danke Ihnen. Ja, wir freuen uns heute immer noch über das grandiose Ergebnis in Bremen. Die Linke ist wieder da. Wir haben das beste Ergebnis nach dem Saarland, das beste Ergebnis, das jemals in einer westlichen Großstadt erzielt wurde. Und wir haben ein paar Ergebnisse, die uns besonders freuen. Wir sind überdurchschnittlich bei den jugendlichen Wählern, bei den Erstwählern und bei den 18- bis 30-Jährigen. Also der Linken gehört die Zukunft. Wir sind überdurchschnittlich nach wie vor bei den Erwerbslosen, aber wir haben auch in allen anderen Bereichen dazugewinnen können. Wir konnten sowohl der SPD wie den Grünen Stimmen abjagen, sogar den Grünen etwas mehr, was auch darauf hindeutet, dass wir insbesondere in den Großstädten, aber das wird auch weitergehen, dass wir durchaus in den in diesen rot-grünen Milieus Stimmen abgreifen können und die Partei dort eine Zukunft hat. Was uns besonders freut und was natürlich sehr viel mit der guten Arbeit in Bremen zu tun hat, ist, dass unsere Kompetenzwerte in fast allen Bereichen gestiegen sind, insbesondere im Bereich der sozialen Gerechtigkeit, im Markenkern der Linken sind wir weiterhin auf einen inzwischen doch sehr hohen Wert angestiegen, den wir auch in der Zukunft noch weiter ausbauen wollen, aber auch im Bereich Arbeit und Wirtschaft steigen unsere Kompetenzwerte. Das freut uns sehr und gibt uns wirklich Ansporn für die Wahlen im nächsten Jahr. Bremen, zuvor bereits Hamburg, haben eine sehr gute Vorlage geliefert für die Wahlen im nächsten Frühjahr. Ich glaube, dass wir auch in den Flächenstaaten unseren Erfolgsweg fortsetzen können. In Baden-Württemberg zum ersten Mal reinkommen, in Rheinland-Pfalz wieder reinkommen, in Sachsen-Anhalt unsere Position ausbauen. Und dass die Linke tatsächlich nicht nur stabil ist, was wir ja schon die letzten ein, zwei Jahre sehen konnten, sondern dass die Linke tatsächlich auf dem aufsteigenden Ast sich bewegt. Ich will noch betonen, dass die Linken in Bremen eine wirklich wichtige Leistung für die Demokratie gebracht haben. Sie haben als einzige Partei das Problem der sozialen Spaltung in den Mittelpunkt des Wahlkampfes gestellt, was eben einfach zeigt, dass uns die Menschen, die arm sind, die in prekären Verhältnissen nicht egal sind, sondern dass sie eine Vertretung in der Linken haben. Und das wird für die Zukunft eine ganz wichtige Bedeutung haben. Die Linke findet sich nicht damit ab, dass 25-30% der Bevölkerung in prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse abgedrängt werden. Bundespolitisch bin ich überzeugt, dass es noch mal ein wichtiger Fingerzeig in Richtung SPD war. Wenn die SPD weiterhin so in der Mitte bleibt und keine Bereitschaft zeigt, an einem Politikwechsel mitzuwirken, wird sie keine große Zukunftsperspektive haben und nicht aus diesem 23-25%-Käfig herauskommen. Sie müsste eigentlich die Schlussfolgerung ziehen, dass wir uns aufstellen müssen für einen grundlegenden Politikwechsel. Wird sie es nicht machen, werden wir diesen Raum abdecken und versuchen, stärker zu werden. Ja, wir freuen uns auch deshalb so sehr über das tolle Ergebnis, weil es ja nicht nur Rückenwind für die Linke ist, sondern auch Rückenwind für die Themen, die die Linke generell und besonders in Bremen im Wahlkampf stark gemacht hat. Die Forderung nach mehr bezahlbarem Wohnraum, nach am Ende des menschenunwürdigen Hartz-IV-Sanktionsregimes, was ja in Bremen besonders stark angewandt wird, die Sanktion, und mehr Geld in Bildung und eine bessere Behandlung von Flüchtlingen. Das waren ja die zentralen vier Themen und ich glaube, die haben auch jetzt nochmal mehr Rückenwind durch diesen großartigen Erfolg bekommen. Das Ergebnis zeigt auch, dass die Linke zunehmend besser und stärker verankert ist in einem urbanen Milieu. Das ist gut.
Und finde, wir haben auch echt Schwung jetzt von Bremen für die kommenden Landtagswahlen. Ich sag mal, so eine Linke, die in Bremen so ein gutes Ergebnis hinlegt, schafft die 5%-Hürde in Baden-Württemberg locker. Das ist ja auch ein schönes Signal noch von gestern Abend. Ansonsten gibt es natürlich ein Ergebnis von gestern, was alles andere als ein Grund zur Freude ist, die Wahlbeteiligung unter 50%. Das ist eine Schlappe für die Demokratie, zumal sich ja auch andeutet, dass auch Bremen nicht nur eine sozial gespaltene Stadt ist, sondern auch eine demokratisch gespaltene Stadt ist. Also die Viertel und Stadtteile, wo es besonders viele ärmere Menschen gibt, haben halt einen besonders hohen Nichtwählerinnenanteil. Das ist eine erschreckende Aussage, dass diejenigen, die besonders immer auf politische Impulse angewiesen werden, sich besonders wenig von Politik erwarten. Und ich finde, man kann vielleicht auch festhalten, dass diese Fixierung auf die schwarze Null, ja, das Statement ist, dass Politik eigentlich keine Handlungsspielräume mehr hat, halt am Ende den Eindruck vermittelt, die Wahl macht sowieso keinen Unterschied. Also insofern glaube ich, dass das echt nochmal hinterfragt gehört. Ansonsten noch eine zentrale Botschaft, die ich sehe für die SPD. Eine SPD, die jahrzehntelang es nicht geschafft hat, etwas gegen soziale Spaltung zu unternehmen. In der SPD, die sich zunehmend sozialpolitisch entkernt, ist nicht auf dem Erfolgskurs. Und ich finde, es muss da ein deutliches Umdenken geben bei der SPD. Nicht nur die Erzieherinnen gehen massenhaft auf die Straße, auch die Kolleginnen und Kollegen bei der Post. Die Lokführer haben ihren Streik beendet. Wir haben auf der Parteivorstandssitzung am Wochenende noch einmal eine Solidaritätserklärung abgegeben. Der Streik bei den Erzieherinnen hat eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung. Es geht hier um die Frage, wie soziale Arbeit bewertet wird in dieser Gesellschaft, ob es uns etwas wert ist, dass unsere Kinder gut erzogen und Jugendliche und Kinder gut betreut werden. Und es geht auch um die zentrale Frage der Aufwertung von Arbeit, in der überwiegend Frauen beschäftigt sind. Und dass die Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnen sich damit nicht mehr abfinden wollen, dass ihre Arbeit so gering bewertet ist und so gering bezahlt wird, begrüßen wir. Und die politischen Kräfte sind aufgerufen, diesen Kampf zu unterstützen. Sie sind aber auch insbesondere dazu aufgerufen, die finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, dass sie besser bezahlt werden können. Das heißt in allererster Linie, die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen zu beenden und durch eine andere Steuerpolitik den Kommunen mehr finanzielle Spielräume zu geben. Bei der Post haben wir eine ganz zentrale Auseinandersetzung. Das hat auch sehr viel mit unserer Kampagne gegen prekäre Arbeit und prekäre Lebensverhältnisse zu tun. Die Post baut praktisch eine eigene Struktur auf mit prekären Arbeitskräften, die niedriger bezahlt sind wie im ursprünglichen Mutterbetrieb. Das hat System und das in einem Betrieb, der überwiegend im Staatsbesitz ist, werden quasi offiziell prekäre Arbeitsverhältnisse in die Betriebsstruktur massenhaft eingeführt. Wenn dort die Beschäftigten dagegen streiken, ist das für uns ein außerordentlich begrüßenswertes Ziel. Ja, wir haben auf der Parteivorstandssitzung uns zu aktueller Politik verständigt, auch einen Parteitag vorbereitet, will zu zwei aktuellen Entwicklungen dazu noch was sagen. Natürlich haben uns auch die Enthüllungen zu der Zusammenarbeit Bundesnachrichtendienst mit NSE beschäftigt und inzwischen verdichtet sich ja die Indizienlage, dass die Vertreter der Bundesregierung Falschaussagen gemacht haben, die Öffentlichkeit belogen haben bezüglich eines möglichen No-Spy-Abkommens mit der USA. Und ich finde, eine deutsche Bundesregierung, die die eigene Bevölkerung belügt, um die US-amerikanische Regierung zu decken, ist ein ernsthaftes Problem. Zum Zweiten, was uns sehr beschäftigt, ist die ganze Frage Umgang mit den Flüchtlingen, die europäische Flüchtlingspolitik. Schockierend ist, dass die Antwort der Europäischen Union auf das
massenhafte Sterben im Mittelmeer nun darin besteht, dass die EU-Außenbeauftragte für Flüchtlinge heute zum UN-Sicherheitsrat fährt, um sich dort den Krieg gegen die Schleuserbanden absegnen zu lassen, was de facto wieder auch nur ein militärisches Vorgehen gegen Flüchtlinge ist. Und wir meinen, es kommt nicht darauf an, Flüchtlinge zu bekämpfen, sondern die Fluchtursachen und Menschen, die in Not hierher kommen müssen, willkommen geheißen werden.